Herzlich willkommen zu Unterwegs in der SOF 44. Ich zeige euch heute die Wallwitzburg und das herumliegende Gelände, den Bäckerbruch. Die Wallwitzburg ist gegen Ende des 18. Jahrhunderts errichtet worden, als Miniaturburg in Form eines mittelalterlichen Burgrisses. Die Ruine liegt im Bäckerbruch des Landschaftsparkes Georgium im Stadtteil Ziebig. Sie ist Teil des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Prinz Johann Georg von Anhalt-Dessau, der Bruder des Fürsten Franz, schuf weite Teile der Anlage des Gartenreiches. Er ließ die Wallwitzburg zwischen 1796 und 1800 errichten. Die Namensgebung war das Adelsgeschlecht von Wallwitz, das dieses Gebiet bis in das 16. Jahrhundert besaß. Seit 1908 ist die Plattform nach Eröffnung durch den regierenden Fürsten besteigbar. Die Wallwitzburg wurde aus romantischer Motivation sowie als Ausflugsziel erbaut. Das Ziegelmauerwerk des turmartigen neugotischen Gebäudes war ursprünglich verputzt. Der Turm diente als Aussichtsturm. Zum Zweiten Weltkrieg wurde ein Großteil des Gebäudes, insbesondere des Treppenturms, durch alliierten Beschuss zerstört. In den Nachfolgejahren nutzten die Dessauer das Gebiet als Steinbruch. In der DDR zerfiel die Anlage weiter. Seit 2005 gab es Bestrebungen, das Gebäude wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Diese Erstrebungen mündeten 2006 in den gemeinnützigen Verein Wallwitzburg-Dessau e.V. Bis 2011 wurde fleißig mit Spenden dafür gesorgt, dass die Wallwitzburg inklusive Turmzimmer im alten Glanz erstrahlt. Mit zahlreichen Veranstaltungen an der Burg erweckt der Verein das Gelände zu neuem Leben. Und euch ja jetzt hier noch ein bisschen den Bäckerbruch anschauen und ich mache mich wieder langsam nach Hause. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Bis zum nächsten Video. Tschüssi!